Mit der 1 Bodo Ilkner. Die 2 hat Stefan Reuter. Mit der 3 Andreas Brehme. Die 4 trägt Jürgen Kohler. Die 5 Manfred Binz. Die 6 Guido Buchwald. Die 16 Matthias Sammer. Sie wissen, die Spieler haben schon ihre Europameisterschaftsnummern. Die 17 Stefan Effenberg. Die Nummer 8 hat Thomas Hessler. Die 9 Rudi Völler. Und mit der 11 Karl-Heinz Riedle. Trainer Berti Vogts mit seinen 96 Länderspielen, sehr zuversichtlich. Und die Nordiren, Tommy Wright, der Torhüter, mit der 1. Die 2 hat Gary Fleming. Die 3 Nigel Worthington. Die 4 Gary Taggart, ehrlicher Mann. Die 5 Alan McDonald, der Kapitän. Die 6 Mel Donaghy, einer der erfahrensten, der ältesten. Mit der 7 Kingsley Black. Die 8 hat Jim Magilton. Die 9 Colin Clark. Die 10 Kevin Wilson. Und die 11 Michael Hughes. Trainer ist Billy Bingham, 56 Mal erfolgreich für Nordirland. Ein herrlicher, pfiffiger Kerl, 60 Jahre alt. Viele von Ihnen werden sich vielleicht an ihn erinnern. 58 stand er in der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Schweden, die 2:2 spielte gegen eine deutsche Mannschaft mit Uwe Seeler, Fritz Walter, Helmut Rahn. Und er spielte gegen Erich Juskowiak. Und hier kommen Sie. Schiedsrichter ist Alphonse Constantin aus Belgien, aus Waterloo, 47 Jahre alt. Auch hier kann man sich nochmal vor Augen führen, dass er Barcelona gegen Hansa Rostock gepfiffen hat im Europapokal. Ein erfahrener Mann, ein ruhiger, ausgeglichener und mit Sicherheit einer der besseren europäischen Schiedsrichter. Die Big Band der Bundeswehr wird uns die Hymnen spielen. Für die Nordiren, God Save the Queen. Die Stimmung, Sie hören es, ist ausgezeichnet.
Die Stimmung des Platzmeisters wird möglicherweise nicht so gut sein, wenn er jetzt ganz dringend kommen muss. Hier sehen wir, wie die Spieler, die Deutschen, sich anfeuern, wie sie sich Mut machen. Das Probespiel am vergangenen Samstag in Gelsenkirchen in die Türkei war ja alles andere als eine Offenbarung. Aber sie sind alle zuversichtlich, wie sie uns vor dem Spiel nochmal deutlich gemacht haben. Berti Vogt glaubt, im Training erkannt zu haben, dass es vor allen Dingen im Mittelfeld jetzt besser klappen wird. Mit Effenberg, Sammer, Stefan Reuter, wie gesagt, hinten raus wieder über die rechte Seite. Und vorne Karl-Heinz Riedle, der wieder okay ist, zusammen mit Rudi Völler, die hier noch viele Fans haben und die ihm zugejubelt haben, bevor wir auf Sendung gingen. Frage Nummer 1, was ist auf der rechten Seite also mit Reuter? Wird er die Erwartungen erfüllen? Torwart ist klar, linke Seite Breme ist klar, Libero ist klar. Die beiden Manndecker Kohler und Buchwald sind klar, auch hier Rudi Völler mit Karl-Heinz Riedle im Sturm. Thomas Hessler ist klar, nicht zuletzt durch seine beiden Länderspiele in Prag und Gelsenkirchen. Ja, und dann die große Frage, was wird im Mittelfeld passieren? Harmonieren Stefan Effenberg und Matthias Sammer. Wer verstärkt die Offensive, wer die Defensive? Wechseln sich beide ab. Es ist wenig hilfreich, sich noch lange darüber zu unterhalten, wer Matthäus ersetzen kann. Die deutsche Mannschaft muss in Schweden ohne ihren Kapitän und mit einem konkurrenzfähigen Mittelfeld antreten. Und Lothar Matthäus hat ja gestern auch noch mal deutlich gemacht, dass die, die jetzt an der Reihe sind, ihren Fußball spielen sollen, wie sie es können. Und sie können es gut. Und die Frage 3 ist das, was wir hier jetzt gleich sehen werden. Die Mannschaft, die in 10 Tagen ihr erstes Gruppenspiel gegen die GOS machen soll, die Zeit zum Experimentieren wird immer knapper. Nordiren stoßen an, hier haben wir die Ersatzbank der Deutschen. Köpke, Fronzek, Thom, Doll, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt werden soll, Schulz, Klinsmann lauert da rechts mit seinem Blondschopf und das Spiel. Nicht abseits, das ist Youth. Alle warteten auf den Pfiff. Nichts passierte, aber jetzt fällt ein Tor. Jawohl. 1-2. Ja, schön für Effenberg. Ah, sehr gut gesehen hat Hessler. Au, der Fuß so hoch. Gefährliches Spiel von Youth. Der ist nicht nur talentiert, auch ein wenig nicklig. Haben wir ihn. In 20 Jahren schon außerordentlich Kess. Nigel Worthington ist da Thomas Hessler auf die Strümpfe gestiegen. Freistoß macht er selbst. Und Chance für Binz. Und da ist er drin. Manfred Binz schießt und sein Ball findet den Weg ins Tor in der 39. Wiederholung. Kommt der Schuss und irgendeiner hat ihn abgefälscht. Da unten am Boden liegend Guido Buchwald. Nichts zu halten für Tommy Wright. Der lag schon, als der Ball noch eine andere Richtung bekam. Ein glückliches Tor, muss man sagen, für die deutsche Mannschaft, die jetzt hoffentlich wieder
Auftrieb bekommt, denn sie war noch 10 Minuten lang ziemlich ratlos. Mit Ausnahme. Also. Sah gut aus für